Moin, ja, ich war lange nicht am Wasser, aus verschiedenen Gründen, guten und schlechten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich bin hier an meinem Stammgewässer und heute ist mal Thema Oberflächenangeln auf Hecht, Barsch vielleicht. Ich habe noch in meiner To-Do-Liste der letzten Jahre Fang mit Frosch, also Kunstfrosch, Oberflächenköder. Weil wir haben hier hinten so ein paar Seerosen, ihr seht das hier. Und hier ist auch Schilfkante, da hinten sind auch Seerosen. Und hier gibt es ein paar Stellen, die kann man vom Ufer beangeln. Ja, das will ich mal versuchen. Außerdem habe ich eine neue Route, hatte ich ja erzählt neulich. Bonuspunkte oder Sammelpunkte, wie auch immer. Da habe ich jetzt noch eine etwas schwerere, leichte Route, 25 Gramm, schön weich. Das sollte heute, glaube ich, ganz gut sein mit den Ködern, die ich habe. Also erster Köder Frosch. Wir legen gleich los. Ja, hier ist also dieser Gummifrosch, der drei Haken, ein Doppelhaken. Und hinten seht ihr jetzt vielleicht einen Einzelhaken. Also, ich hatte schon ein paar Bisse von Hechten an der Oberfläche. Ist natürlich spektakulär. Die sind meistens irgendwie daneben gesprungen oder ich habe vor Schreck doch angehauen. Also, die Theorie ist, dass man erst anhaut, wenn deutlich was in der Rute zu spüren ist und deshalb auch eher eine weiche Rute nimmt. Ja, das ist die Theorie. Stahlvorfach 30 cm, selbstgekrimmt Titan. Mal gucken, was das bringt. So, Bedingungen. Gestern war der Sturm. Ihr habt ja das Kurzvideo gesehen. Das war kurz vorm Sturm. Und wir hatten hier Sturmböen in Kiel. Allerdings keine Orkanböen. Es sind Äste runtergekommen, Blätter, das ganze Programm. Aber hier bei uns am Gewässer habe ich keine umgestürzten Bäume gesehen. Das Wasser ist trüb. Es hat ja auch gestern Morgen geregnet und dann kommt natürlich alles jetzt hier rein, hier auch aus der Umgebung, was so ein bisschen schlubberig ist und dann entsteht vielleicht auch Algenwuchs und wie auch immer. Ja, der Frosch läuft gut, läuft an der Oberfläche. Der hat auch so eine wie so ein Popper, so ist ein bisschen hohl vorne. Den kann man auch so ein bisschen rucken. Allerdings braucht man da keine super harte Rute für. Die Rute ist schon ziemlich weich. Zeige ich euch das mal. Die Rute ist schon ziemlich weich hier. Also wenig Druck. Und schön parabolisch fast. Schauen wir mal. Man muss sich also bei der Angelei, glaube ich, muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man wartet, bis wirklich der Druck da ist, bis die Rute gebogen hat und dann erst anhaut. Ja, mal gucken. Und das Schöne an der Methode ist, man kann den Frosch also richtig über die Seerosen ziehen und über all das, was hier im Wasser liegt. Und der beiden Haken, Doppelhaken, der einzelne Haken hinten, die zeigen nach oben. Also ich komme die 25, 30 Meter über das Gewässer bis zum Ende komme ich ganz gut rüber. Das heißt, ich kann auch noch mal versuchen, quasi auf die andere Kante zu schmeißen, ob da was ist. Na, da kommen die Kollegen. Gucken, was sie zu berichten haben. Die kommen mit Boot. So, die Kollegen, da sieht man sie noch so halb. Die waren ein bisschen hier das Gewässer hochgerudert. Auch Spinnfischen haben heute nichts gehabt. Aber das heißt dann nichts. So, hier nochmal der Köder. Sehe ich schön hin, schön die Fransen und quasi. Und vorne quasi die Front wie so ein Popper.
in Rot. Ist auch nochmal ein Reiz. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der läuft. Also schwimmt schön. Man kann ihn langsam ziehen, schnell ziehen. Man kann ein bisschen spritzen lassen mit leichten Bewegungen aus der Handbewegung. Aber ich schmeiße es noch einmal hier. Denn an der Seite ist der Busch. Oder mehrere Busche. Und dann schmeiße ich noch einmal, versuche noch mal hinzukommen. Und dann machen wir schon Platzwechsel. So, wir haben hier noch ein paar Stellen. Und die will ich ganz gerne abfischen. Wir haben jetzt ungefähr 19.30 Uhr. Die Sonne geht langsam hinter den Bäumen unter, aber es ist natürlich noch lange hell. Beißheit war heute Nachmittag und ist die kleine Beißheit ist erst um 10 Uhr. Also erst schon dunkel. Aber ja, mal gucken. Ihr kennt mich ja. So, Platzwechsel. Ich versuche mal, den Biss mitzubekommen hier zwischen den Seerosen. Und deshalb seht ihr mich jetzt nicht. Ja, hier ist ein bisschen mehr Bewegung als auf der anderen Stelle, aber ich weiß nicht, ob hier das Fisch ist oder ob das was anderes ist. So, bin ich genau auf der Ecke von den Seerosen. Und da das ein reiner Oberflächenköder ist, wo alle drei Haken nach oben zeigen, kann der sich eigentlich nicht verhaken in den Seerosen. Es sei denn, man hat irgendwie Pech oder so. So, habt ihr schön gesehen. Kleinen Ruck, dann läuft er über die Seerosen weg und verhakt sich nicht. Und da, wo die nicht so dicht sind, kann man auch in den Seerosen angeln. Ich versuche das mal hier weiter links. Da ist ein bisschen weniger Bewuchs. So. Also sollte da ein Hecht stehen, müsste das eigentlich optimal sein. Die Frage ist allerdings, wenn wir einen Biss haben, können wir den Anhieb setzen und zweitens kriegen wir den Fisch raus. Hier unten ist ja auch Kraut im Wasser. Jetzt arbeite ich mich mal nach rechts vor. Da liegt auch ein Ast, da kann man wirklich über alles hinwegschlittern, weil der Köder halt unten so glatt ist. Das seht ihr hier. Der ist wirklich glatt, da ist nichts. Kann sich nichts verhaken. Und alle drei Haken zeigen immer nach oben. Ja.
Ich kann auch nur über die Rolle arbeiten. Seht ihr schon, wie es spritzt? Durch die Popperöffnung vorne. Das ist jetzt nur über die Rolle geführt. Eine schnelle Kurbelumdrehung. Jeweils. Jetzt habe ich vielleicht doch die falsche Angelart ausgewählt. Hier vorne hinter den Seerosen, quasi an der Kante, kamen eben schöne Blasen hoch. Die wandern auch. Ich schmeiß da ja jetzt mal mit dem Köder hin. Da rechts von dem Köder jetzt, da sind eben die Blasen hochgekommen. Und das scheint ein großer Friedfisch zu sein. Karpfen oder Schleie. Jetzt sind sie wieder ein Stück nach rechts gelaufen. Zeige ich euch das gleich. Jetzt links von dem Frosch. Jetzt zieht er weiter nach rechts. Mal gucken, ob wir das nachher im Video sehen. Dann mache ich einen Pfeil dran. Ja, eindeutig ein großer Fisch, also ein großer Friedfisch. Wird natürlich nicht auf den Frosch beißen. So. Wie Schwung. Ja, er wandert. Ist jetzt ungefähr da, wo der Frosch ist. 2 Meter weiter rechts. Ist richtig am Fressen. Und wir haben ja hier auf jeden Fall große Schleien und vielleicht auch Karpfen drin. Und die haben ihre Fressrouten hier abends und morgens. Ja, also herrliche Ecke hier, ihr seht das. Ist natürlich für uns Friedfischangler, also wenn wir jetzt Friedfischangeln machen würden, recht schwierig zu beangeln. Hier ist nur eine Lücke zwischen den Seerosen und hier zum Ufer ist zu flach. Hinter den Seerosen ist die Kante und da laufen die Friedfische natürlich längst erfahrungsgemäß. Also hier wäre natürlich ganz schwierig zu beangeln, Posenangeln, ja, vielleicht eine Lücke vielleicht mit Method Feeder oder so, aber das ist auch nicht so weit entfernt hier, also da müsste man schon ziemlich tricksen. Ich glaube, es gibt bessere Stellen hier, aber das ist mal wieder Beweis, dass hier in den Gewässern auch wirklich große Fische sind. Also Jungfisch und so habe ich noch nicht viel gesehen, aber es kann ja noch kommen. Es ist der Juli und wir haben noch früh am Abend. So, jetzt die Sonne deutlich hinter den Bäumen untergegangen und ich hatte hier eben in der Mitte einen großen Fisch an der Oberfläche. Vielleicht war das doch ein Raubfisch. Also ich habe hier relativ alte Bidron-Wobbler. Und ich habe jetzt mal im Internet hier nochmal so einen zweiteiligen gefunden. Der ist irgendwie nur so 8 cm lang. Und ich weiß gar nicht, wie der läuft. Der hat aber 3 Ösen. Und 3 Ösen heißt, dass er in verschiedenen Tiefen läuft. Hier ist noch nicht so viel Kraut. Ich versuche das mal. Mal sehen, wie weit der kommt, rauskommt, wie der sich wirft. Hat auch nur Einzelhaken, den habe ich so erstmal bei eBay erstanden. Mal gucken. Also erstmal erster Test, wie der läuft. So, und ja, und dann seht ihr ja, wenn die Rute krumm ist, hoffentlich. Also er fliegt ungefähr so weit wie der Frosch. Ist auch nicht sehr schwer, vielleicht 12 Gramm oder so geschätzt. Und er hat natürlich so ein bisschen Windwiderstand. Aber es ist ein leiser Wobbler, glaube ich. Der schlängelt sich nur durchs Wasser. Ja, also dieser Wobbler mit den 3 Einhängeösen, der arbeitet ganz schön. Er macht eine ganz schöne Welle. Aber
man hat nicht so das Gefühl, dass man viel arbeiten muss mit der Rutenspitze. Also er läuft leicht durchs Wasser, macht aber eine ganz, ganz ordentliche Welle und arbeitet eher über die Wobbelbewegung. Also Biteron ist ja bekannt als wirklich guter Wobblerbauer. Ich glaube, die sind vor ein paar Jahren ist das eingestellt worden, die Produktion, und man kriegt immer noch mal einen. Ja, schöne Farbe, Regenbogenforelle. Wir haben ja hier dunkles Wasser. Ich werde das noch mal an der ersten Stelle versuchen, weil da habe ich ja ein bisschen weniger Seerosen. Da kann ich auch noch mal ein bisschen, vielleicht noch mal mit der Tiefe noch mal üben oder das ausprobieren. Ja, und jetzt wird es langsam dunkel. So, ich habe hier ein bisschen Gegenlicht, aber macht nichts. Ich habe hier noch mal den Wobbler. Und bin jetzt hier an der ersten Stelle. Die Sonne geht gleich unter, deshalb ist das Gegenlicht gleich weg. Und dann seht ihr hoffentlich einen richtigen Biss. Ich bin jetzt mal an der mittleren Öse eingehängt. Da läuft er in einer anderen Tiefe. Mal gucken, vielleicht bringt das was. Ich muss zwar jetzt genau in die Sonne gucken, aber die ist bald weg. Und versuche mal hier die rechte Seite vom Platz abzufischen. Hier sind noch ein paar mehr Seerosenfelder. Ja, wir hatten ja heute eine herrliche Stimmung hier im Wasser. Es war auch wenig Hindernisse im Wasser, also wenig Kraut hochgewachsen. Allerdings ziemlich braun, wahrscheinlich vom Sturm gestern, von den Regenfällen. Und vielleicht ist das den Fischen auf den Magen geschlagen. Einen Weißfisch gesehen haben wir, der gründelte und ein bisschen Bewegung an der Oberfläche, aber hat nicht sollen sein. Ja, schade. Ich glaube, ich muss nochmal los, denn hatte ich am Anfang gesagt, Frosch steht noch auf meiner Bucketlist, dass ich endlich mal Fisch damit auch nicht nur einen Biss habe, sondern auch fange und raushole. Ja, vielleicht muss ich mal das Verbot versuchen. So, falls euch das gefallen hat, gebt mir ein Like und dann schließe ich euch das einfach. Tschüss!